Alter, da Luft. Friendzone. Kenn ich Friendzone. Ganz gut, kenn ich ganz gut, die Friendzone. Real talk. Schade, ich will mehr Love. That's a love. Schade, ich will mehr Love. Ich will nicht in deine Friendzone. Ich will nicht in deine Friendzone. Ja, ich finde diese Beats sind nicht schlecht eigentlich, ne? Das ist so, aber so Chill Lounge, so Lounge, oder wie heißt das so, ne? So. Aber der spricht auch schon die jüngere Generation an. Eher auf jeden so. Fall, ne? Also dieses, ich meinte ja, sein letzteres Lied, Seine Liebe war, meinte ich ja, das ist so ein bisschen Drake-mäßig, fand ich das so ein bisschen, ne? Das ist auch so wieder so ein Beat. Diese Beats erinnern mich auch an irgendwelche damals, diese, ja, ich weiß gar nicht, hat Chris Brown solche in der Art gemacht, solche Beats, ich weiß gar nicht mehr damals so. So, auf den auf so, ja, das Ding, könnte ich ja. Weiß gar nicht, gucken. Muss mal ein bisschen mehr den Beat hören. Deine Liebe war, schau, die komm schon, sag, ich will nicht in deine Friendzone. Ich will nicht in deine Friendzone. Friendzone, Friendzone, whoa. Der Beat hat auch leicht was von Crow. So stimmt, Crow-Style, ja. Aber die Stimme dann halt komplett anders dann, Digga. Stimmt. Wir fliegen hoch so wie Airpods. Wie die Airpods. Keine Ahnung. Charlie, I see, du bist online. Warum schreibst du nicht? Du bist so gemein. Nein, ich will nicht in deine Friends online. Nein, Charlie, ich will mehr Love. Mehr Love. Er ist auf jeden Fall so ein Teenie-Song, ne? So auf jeden Fall. Also, das ist so, greift auch voll das Thema so auf, ne? Dieses so. Ne, wie das heutzutage ist und mit der Jugend. Ne, so das Ding ist, ich weiß, was für einen Style er umsetzen will, aber ich glaube, er braucht noch ein bisschen. Aber er ist schon auf jeden Fall auf irgendeine Art und Weise schon einzigartig, finde ich. Ne? So ja. Macht ja keiner sowas in der Art. Vor allem das auch ist auch nicht gut, so erfolgreich. Dass er in seinem jungen Alter schon weiß, in welche Richtung er gehen will. Naja, ich finde das auch gut, dass er so, guck mal, zum Beispiel jetzt nicht von irgendwelche Coca-Lines und so einen Scheiß rappt mit seinem Alter, weißt du, so mäßig, sondern er rappt das, was so für ihn gerade Thema ist, so momentan, so auf den, weißt du? Verliebt sein, Teenager sein, so dieses, weißt du, so dieses, was man so hat. Vor allem dadurch, dass er schon jetzt seinen eigenen Weg gehen will, wird auch schon krass gehatet, Digga. Ja, 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 dafür wird er vielleicht auch umso größer dann werden später, ne, wer weiß. Ja, Mann. Deine Liebe war, schau, die kommen schon, sag, ich will nicht in deine Friendzone. Ich will nicht in deine Friendzone. Friendzone, Friendzone, whoa. Aber dann hätte er hier wenigstens ein bisschen den bisschen mehr sagen können, ne? Ich hätte auch mehr gefeiert, wenn das Video sich in diesem Stil einfach ein bisschen weiter auch bewegt hätte, weißt du so, dass er irgendwas so machen würde, so auch, aber nicht nur das selbe Bild immer so, weißt du, auf den wäre auch cooler gewesen auf jeden Fall. Aber, wahrscheinlich so ein Stream-Song. Zum Stream. Oder vielleicht hat er auch nicht so gute Rezensionen bekommen wie sein letztes, wo er halt. Ach, glaube ich nicht. War, ne? Meinst du? War das nicht nach dem Video, wo er dann ja. Oder so? Ja, das Charlie, I see, du bist online, warum schreibst du nicht, du bist so gemein, nein, ich will nicht in deine Friends online. Warum schreibst du nicht, du bist online, du bist so gemein. Ja, so ist das halt, ne? Weiß aber nicht. Guck mal, ich bin nicht wirklich erwachsen, bei mir ist es genauso. Die Chicks, die ich kennenlerne, die schreiben mir auch immer nicht, sind aber online. Also ich fühle ihn da auf jeden Fall. Mein Song. Wir haben schon mal Thumbnail, Digga, Frustboys Song. Beat auf jeden Fall derbe gechillt, ne, auch, finde ich so. Der Beat ist geil, ja, Mann. Wenn er jetzt noch so ein bisschen seinen Text ausgebaut hätte, Digga, hätte ich mehr gefeiert. Data Love. Aber geiles Coverbild. Also ich fand insgesamt eigentlich ein guter Track, ne? So.
Dinger. Wie gesagt, ne, er ist halt, er ist, man muss halt bedenken, er ist einfach derbe jung. So, er ist einfach absolut nicht unser Alter. So, und so klar, ne, das sind nicht unsere Themen, die wir brauchen unbedingt, weil wir, klar, wir wollen so ein bisschen tiefgründigeres Zeug haben. So, aber so, wenn man, wenn du in deren Stelle sich so hineinversetzt, so mäßig, wenn du jetzt nochmal 16 wärst oder 14 oder keine Ahnung wie alt da, und noch ein Mädchen dazu, so stellst du dir bestimmt auch vor, ein 40-jähriges Mädchen zu sein. Nein, aber so, kann man sich das auf jeden Fall schon geben. Und Melodie ist auf jeden Fall geil gewählt. Entspannter Track, chiller Track. Ja.